In diesem kurzen Video geht es um das Wehrmachtsbajonett, welches ich gefunden habe. Dazu habe ich ja auch ein Video gedreht. Es geht darum, dass ich das restaurieren will oder zumindest wieder in einen besseren Zustand versetzen will. Ich habe das mit Oxalsäure versucht. Das erkennt man an diesen gelben Stellen, die da jetzt überall sind. Vielleicht habe ich auch einfach die Mischung zu stark gemacht. Ich hatte das bestimmt 20 Mal schon in Oxalsäure, aber es hat einfach nicht das Ergebnis gebracht, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich möchte das jetzt einfach mit destilliertem Wasser versuchen, weil wir den SA-Dolch ja auch in destilliertes Wasser gelegt haben. Und jetzt nach den ersten Wochen ist das Ergebnis doch schon sehr gut gewesen. Und deswegen mache ich das jetzt mit dem Wehrmachtsbajonett auch. Und ihr habt die Möglichkeit, das einfach mitzuverfolgen. Wie verändert sich das Messer innerhalb eines Jahres, wenn man das in destilliertes Wasser einlegt? Verwende dafür ganz normales destilliertes Wasser aus dem Baumarkt. So ein 5-Liter-Kanister kostet ungefähr 1,20 €. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ich habe ja schon einiges ausprobiert, aber die destillierte Wassermethode soll gut sein. Aber wer hat schon die Geduld, ein Jahr lang so ein Ding einzulegen? Und ich habe auch kein Video auf YouTube gesehen, wie das jemand gemacht hat. Dementsprechend mache ich das jetzt einfach mal. Der SA-Dolch und das Hitler-Jugendmesser, die sind ja schon eingelegt, die beiden Sachen. Und das Ergebnis jetzt nach 1,5 Monaten ist schon echt gut. Im Februar kommt dann schon mal das Video mit dem SA-Dolch und dem Hitler-Jugendmesser raus, wie der Zustand von den beiden Objekten ist. Und einen Monat später könnt ihr dann auch schon Part 2 von diesem hier sehen. Und könntet einfach mal ein Jahr lang mitverfolgen. Und vielleicht ist es ja eine super Methode, mit destilliertem Wasser solche Funde zu behandeln. Schreibt doch was dazu, wenn ihr Ideen habt, wie man was am besten restaurieren kann oder wie man so ein Messer noch restaurieren kann, außer mit destilliertem Wasser, beziehungsweise wie man den Rost entfernen kann. Ich lege das jetzt ein. Einmal die Woche bürste ich das ab mit einer weichen Drahtbürste. Dann wechsle ich das Wasser und dann mache ich das eine Woche später nochmal. Und das mache ich ein Jahr lang. Destilliertes Wasser habe ich schon mal drin gemacht. Ungefähr 3 Liter sind drin. Bin gespannt, wie sich das jetzt entwickelt mit dem Messer. In 3 Monaten kommt Part 2. Und dann kann man auf jeden Fall schon mal ein Ergebnis sehen, was sich verändert hat. Ob das Ergebnis positiv ist oder ob das Messer gleich aussieht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ergebnis sehr positiv sein wird und sich ordentlich was verändert hat. Wenn ihr auch so ein Messer habt und ihr wisst nicht, wie ihr das machen könnt. Eins ist sicher, so ein Messer in destilliertes Wasser einzulegen, ist nie falsch. Das ist immer der richtige Weg. Es ist schonend, es zieht die Salze raus, es entfernt Rost oder ihr entfernt den Rost dann mit einer weichen Bürste. Und dabei macht man das Messer auch nicht kaputt oder den Fund. Schlimmer ist es, wenn er die ganze Zeit rumliegt und rostet. Ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema, vor allem jetzt im Winter, wo die Leute nicht sondeln können, weil sie vielleicht an ihren Sondelspots jetzt nicht mehr rankommen, weil der Boden gefroren ist oder sowas oder weil es einfach viel zu kalt ist für den einen oder anderen. Und dementsprechend ist auch Restauration jetzt im Winter ein sehr cooles Thema. Wenn ihr auch gerade eure Funde restauriert, schreibt drin in die Kommentare, was ihr restauriert und wie, weil das ist ein sehr interessantes Thema, womit man sich jahrelang befassen kann, bevor man da überhaupt erstmal Erfahrungen mit dir sammelt hat. So einfach ist es ja nicht, einen Gegenstand richtig zu restaurieren oder zu reinigen, ohne den zu beschädigen. Dementsprechend probiert das jetzt mal hier aus mit dem destillierten Wasser, mit den Funden. Und ihr könntet mitverfolgen. Und ich denke mal, in einem Jahr sind wir ein bisschen schlauer, ob das was gebracht hat oder nicht. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und natürlich kommen zwischendurch auch noch andere Videos. Schreibt doch eure Erfahrungen mit destilliertem Wasser in die Kommentare. Es würde mich sehr interessieren, ob jemand schon damit Erfahrungen gesammelt hat, vor allem über längere Zeiträume und wie die Ergebnisse waren. Das war's. Viel Spaß noch beim Sondeln. Bis zum nächsten Mal.